Also, diese schwache Wechselwirkung, die den Zerfall des Neutrons antreibt, ist dafür verantwortlich, dass es uns gibt. So könnte man das erstmal so ganz grundsätzlich formulieren. Wie viele andere Bedingungen im Universum auch, die ihrerseits ihren Beitrag dazu liefern, dass es überhaupt auf einem Planeten mindestens geklappt hat, dass Lebewesen entstanden sind. Also am Anfang des Universums stand bereits diese schwache Wechselwirkung, nämlich der Zerfall eines Downquarks in einen Upquark, diese Verwandlung von einem Neutron in ein Proton, ein Elektron und ein weiteres Teilchen, das wir hier einfach ignorieren wollen. Es ist die Frage, wie kann das sein? Wieso kann sich innerhalb eines Kernbausteins, also innerhalb eines Neutrons, das ist ja ein Kernbaustein, Proton und Neutron bauen ja zusammen Kerne auf, wieso kann sich innerhalb eines Neutrons ein Quark in ein anderes verwandeln? Und diese Wechselwirkung, diese schwache Wechselwirkung, die wird eben in einem sehr, sehr kleinen Raumbereich offenbar vermittelt. Ich will es Ihnen gleich sagen, die Reichweite der schwachen Wechselwirkung sind 10 hoch minus 18 Meter. Das ist also eine extrem kurze Reichweite. Der Vermittlungspartner, der Austauschpartner, mit anderen Worten, physikalisch gesprochen, das Boson, das diese Wechselwirkung vermittelt, ist entweder bei geladenen Teilchen ein W-Boson oder bei ungeladenen Teilchen ein Z-Boson. Diese Bosonen sind im Gegensatz zu dem Boson der elektromagnetischen Wechselwirkung, erinnern Sie sich noch an den Anfang der Sendung? Das war nämlich das Photon. Das Photon hat keine Ruhemasse, überhaupt keine, sind die Bosonen der schwachen Wechselwirkung fast so schwer wie ein Silberatom. Also 80 bis 90 für die Spezialisten, 80 bzw. 90 Gigaelektronenvolt. Das sind unglaublich schwere Vermittlungsteilchen. Und genau deshalb, weil diese Vermittlungsteilchen, diese Bosonen, W- und Z-Bosonen, so schwer sind, ist die Reichweite der schwachen Wechselwirkung auch so gering. Denn diese Bosonen entstehen ja nicht frei. Also irgendwo und irgendwie, sondern genau dann, wenn sich in einem sehr intensiven Kraftfeld Teilchen, in diesem Falle die Quarks, extrem nahe kommen. Dann können spontan, virtuell, also nicht reell, sondern für einen ganz kurzen Zeitpunkt diese Bosonen entstehen. Das war jetzt sehr viel auf einmal, ich weiß. Klären wir nochmal die Begriffe. Was heißt hier eigentlich virtuell? Jetzt haut der Mann wieder mit den Worten um sich herum, ist ja fürchterlich. Also virtuell heißt, es sind keine Teilchen, die man direkt sehen kann, die man direkt detektieren kann, sondern sie tauchen nur auf in einer Relation zwischen zwei Teilchen, in einer Beziehung zwischen zwei Teilchen. Die Quantenmechanik sagt einem, dass für einen winzigen Zeitraum Delta T aus dem Vakuum Energie geborgt werden kann, Delta E. Wie viel Energie aus dem Vakuum geborgt werden kann, hängt nun davon ab, wie klein die Zeit ist. Ist die Zeit sehr klein, kann viel Energie geborgt werden, zum Beispiel 80 bis 90 Gigaelektronenvolt. Ja? Aber nur für einen winzigen Zeitpunkt. Ein winziger Zeitpunkt bedeutet auch, das kann nur eine Wirkung sein auf einer winzigen Länge. Das heißt, die Quantenmechanik macht es möglich, dass zwischen zwei Teilchen auf einer sehr kurzen Reichweite weitere Teilchen entstehen können. Aber nur dann, wenn diese ursprünglichen in Wechselwirkung miteinander stehenden Teilchen tatsächlich auch sehr nah beieinander sind. Das Tolle ist nun, dass diese Erscheinungen der schwachen Wechselwirkung und die Erscheinungen der elektromagnetischen Wechselwirkung, also Licht zum Beispiel, auf der einen Seite, radioaktiver Zerfall auf der anderen Seite, dass diese beiden Theorien zunächst völlig getrennt voneinander entwickelt wurden und dann, und das müsste man jetzt also eigentlich feiern, hier müssten die Sektkorken knallen, dann ist es gelungen, diese beiden Theorien eines masselosen Bosons, also Ruhemasse 0, und zweier extrem schwerer Bosonen, W und Z, diese Theorie zu einer Theorie zu verschmelzen. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein Riesentriumph gewesen. Warum? Warum rege ich mich darüber so auf? Ja, nun, wir Physiker sind ja ständig auf der Suche nach der großen Einheit. Und hier ist nun der Fall gegeben, dass eine Theorie gefunden wurde, die diese beiden Wechselwirkungen, also elektromagnetische Wechselwirkung und W- und Z-Bosonen, vermitteln ja die schwache Wechselwirkung, dass also die elektroschwache Wechselwirkung von einer Theorie beschrieben worden ist. Und zwar richtig beschrieben worden ist, denn die Masse der W- und Z-Bosonen ist von der Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung vorhergesagt worden. Wohl aufgemerkt. Ist vorhergesagt worden, wie schwer diese Bosonen sein müssen.
Was hat das für eine Bedeutung in der Physik, eine solche Vereinigung? Nun, es bedeutet, wir haben mehr verstanden über Zustände im Universum, die ganz, 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 ganz weit am Anfang gewesen sind, als die Temperaturen extrem hoch waren. Und zwar so hoch, dass zwischen den massebehafteten Bosonen, W und Z, 80 bis 90 Gigaelektronenvolt, und den ruhemasselosen Photonen gar kein Unterschied mehr war. Also wir reden hier über eine Zeit, als das Universum 10 hoch 15, 10 hoch 16 Kelvin heiß war und es gar keine Unterschiede gab zwischen Bosonen, die schwer waren, und den masselosen Photonen. Das war völlig gleich. Der Zustand war symmetrischer, viel symmetrischer als heute. Das, was wir heute sehen, ist ja die Ausbreitung von allen vier Wechselwirkungen. Aber damals, zu dieser Zeit, bei ganz hohen Temperaturen, gab es noch keinen Unterschied zwischen elektromagnetischer und schwacher Wechselwirkung. Noch bei noch höheren Temperaturen erwarten wir deshalb, dass es uns eines Tages auch gelingt, in einer vereinigten Theorie die starke Wechselwirkung, die die Atomkerne zusammenhält, mit der elektroschwachen Wechselwirkung zu verbinden. Dann hätten wir zumindest eine Theorie für die Wechselwirkung, die die Materie aufbauen. Was uns dann immer noch fehlt, da muss ich zugeben, das ist an der Stelle etwas unangenehm, ist die Vereinigung mit der Gravitation zu einer Theorie von allem sozusagen. Aber die Tatsache, dass es uns gelungen ist, im Labor nachzuweisen, also in großen Beschleunigern W- und Z-Bosonen in großer Menge zu erzeugen, die Massen zu bestimmen und damit die Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung zu bestätigen, ist natürlich der Triumphstein der modernen Elementarteilchenphysik schlechthin. Das lässt sich also im sogenannten Standardmodell lässt sich das zusammenfassen. Wir haben also eine Theorie für Wechselwirkungen, die nicht zuletzt, wie ich Ihnen am Anfang ja sagte, eine Grundlage für unsere Existenz darstellen. Die Tatsache, dass nämlich Materie aus Fermionen aufgebaut, die Kräfte durch Bosonen vermittelt werden und das Ganze sich zu dieser wunderbaren Welt entwickelt hat, in der wir leben. Letztlich muss man aber natürlich schon sagen, dass die physikalischen Modelle sich zur Wirklichkeit so verhalten wie geografische Landkarten zur Erdoberfläche. Mehr ist es nicht.